auf der Straße eingewickelt. Hey Leute, herzlich willkommen zur neuen täglich Tobra. Ich muss heute mein Auto zur Werkstatt bringen, denn ab so 30.000 Kilometer bzw. ein Jahr nach Kauf soll man das in die Werkstatt bringen. Und heute habe ich meinen Termin bekommen, den habe ich glaube ich schon vor 4 Wochen ausgemacht oder so. Und jetzt gehe ich kurz duschen und dann fahre ich los. Eigentlich sollte ich ja schon 9 da sein, aber mein Dad hat gemeint, hey, geh schon um 7:30 in Auto, kann ich ja trotzdem schon mal da abgeben. Weil dann kann meine Mom mich nämlich besser wiederholen, da muss ich nicht mit dem Bus fahren und so. Und für sie ist das halt zeitlich etwas angenehmer. Und die sagen, ich gehe duschen und dann melde ich mich danach nochmal. Aber erstmal noch einen leckeren Schluck Eistee gönnen. Planänderung, bevor ich duschen gehe. Ich soll den Timotin kurz abholen, denn dem sein Bus kam nicht und dann kommt er ein bisschen spät in die Arbeit. Dann hat er gefragt, ob ich ihn schnell fahren kann. Ich habe gesagt, Bro, ich muss eigentlich duschen wegen Termin und so, aber ja gut, ich meine, ich habe ja keine Mehrkosten dadurch. Von daher würde ich sagen, diesen wir los, holen den Hampelmann ab. Morgen! Barbin, Dude! Jetzt schnell unter die Dusche, denn meine Mom will mich da um 8 abholen bei der Werkstatt und wir haben aktuell 8:20 und ich brauche noch so 10 Minuten dahin ungefähr. Das heißt, jetzt im Turbo-Modus duschen, anziehen und ab. Ich habe gerade noch mit meiner Mom geschnackt, sie kommt jetzt 8:20, weil ich gesagt habe, ja sorry, muss der noch Timotchen fahren, dann noch schnell duschen, weil will der ja auch nicht stinkend ankommen. Bei denen, ne? Das kommt nicht so gut, glaube ich. Und das könnte den eventuell den Morgen versauen, wenn ich da stinkend ankomme. Die denken sich, bah, ist wieder so stinkende Kunden hier. Aber jetzt auf the street zur Werkstatt und dann mal gucken. Ich muss jetzt gleich noch kurz meinen Dad anrufen, weil ich habe ja momentan immer noch die Anzeige, dass ich meinen Reifensensor prüfen soll. Und jetzt frage ich ihn, ob die das dann gleich machen sollen, weil ich glaube, das würde dann etwas extra kosten. Ja, mal gucken. Ich würde sagen, ich melde mich, sobald ich dort bin. Tschüss. Ich war gerade noch mit dem Kfz-Werkstattmeister auf der Hebebühne, wir haben uns kurz mein Auto angeschaut, er hat gesagt, soweit sieht es okay aus. Wir haben im Reifendruck, das ist halt, wenn man die neuen Reifen drauf macht, man sollte dann, wenn er das anzeigt, den Reifendruck extern prüfen und ihn dann nochmal neu einlesen lassen und dann sollte das auch verschwinden, das machen die jetzt dann. Ja, dann hat er gesagt, mit meinen Reifen komme ich vielleicht noch so 7.000-8.000 Kilometer. Er hat gefragt, wie viel ich im Jahr fahre. Er hat also gemeint, ja, fahren Sie so 10.000, oder? Und ich so, naja, von jetzt auf, also von letztem Jahr auf dieses, waren es knapp 30.000. Also, oh, das erklärt natürlich einiges. Dann hat er gefragt, viel Autobahn? Dann habe ich gesagt, ja, ist richtig. Dann hat er gesagt, ja, gut. Ich habe gesagt, ja, was soll ich machen? Es war halt unibedingt doch etwas mehr. Ja. Was soll man machen? War ja auf einigen Drehs und so hin und her fahren. Das belastet so einen Reifen dann schon ein wenig. So, meine Mom müsste jetzt auch demnächst kommen. Ich gehe mal hier auf unauffällig über die Straße. Ihr wisst ja, immer nach links und rechts gucken, habt ihr alles in der Grundschule gelernt. Da lernt man das ja. Ja, ja. Jetzt mal gucken. Die haben gemeint, 17 Uhr wäre es fertig. Die rufen mich erst auf dem Handy an. Falls ich da keinen Empfang haben soll, dann zu Hause. Schauen wir mal, was bei rauskommt, ne? In dem Sinne, bis später. Man hört es vielleicht schon, es piept im Hintergrund. Da ist meine Pizza, ist fertig. Ich wollte eigentlich mit meiner Mom vorher noch frühstücken gehen, aber sie hat gesagt, nee, heute nicht, lass mal anders machen. Und dann habe ich jetzt gesagt, ja gut, jetzt haben wir 12, jetzt könnte ich mal was zum Essen vertragen.
Und dann dachte ich mir, wir haben noch eine Pizza da. Gönne ich mir die mal. Ich habe so eine ganz komische Art, meine Pizza zu essen. Denn bei mir kommt immer noch ein bisschen was drauf. Der eine oder andere wird da vielleicht sagen, bah, du Ekelhafter. Bah, du Ekelhafter. Ich sag, hey, mir schmeckt's. Was soll ich denn machen? So, und zwar zum einen mache ich immer noch ein bisschen Maggi drauf. Also ich mache auch nicht gerade wenig drauf, um ehrlich zu sein. Curry. Pulver. Schön dick verteilen. Ja, ich warte heute auch noch extrem gespannt auf die Post, denn ich habe etwas bestellt auf Amazon. Und zwar ein Geburtstagsgeschenk für die Chiara. Die hatte gestern Geburtstag am 20.11. Lasst gerne einen Gruß in den Kommentaren da. Ich denke mal, dass wenn sie sich später ihr Geschenk abholt, dass ich dann auch das filmen werde, die Übergabe. Und mal schauen, ob ich euch vorher schon verrate, was es wird, oder erst, wenn sie sich's abholt. Das muss ich noch überlegen. Jetzt aber erstmal essen, ein bisschen YouTube gucken. Da und ich habe mir überlegt, ich zeige euch direkt, was drin ist. Jetzt gehen wir erstmal hoch und dann seht das. Ich bin nicht wirklich gut darin, Geschenke einzupacken. Ich versuche jetzt einfach mal mein Bestes, falls es nicht klappen sollte. Meine Mama ist ja noch da, dann soll sie das machen. Aber erstmal selber versuchen, gell? Sieht's dann fertig eingepackt aus. Ja, okay. Meine Mama hat mir ein bisschen geholfen. Sie meinte, so geht das nicht, ne? Hat mir nur gezeigt, wie es dann falten soll. Naja, gut. Jetzt warte ich, bis Chiara sich meldet, ab wann sie vorbeikommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da. Sie hat sich jetzt gemeldet, hat gemeint, dass sie noch was essen will vorher. Und ich habe dann gesagt, ja, ich soll eh noch mit dem Hund gehen. Dann passt es ja. Und deswegen würde ich sagen, Maya, hey, liegt wieder da. Wieder keinen Bock, ich halt immer das Gleiche, wenn ich mit der gehen soll. Dann sehen wir uns gleich draußen. Wisst ihr, was mich extrem aggressiv macht teilweise? Dass die Leute nicht einfach schreiben können, wenn sie da sind. Nein, sie müssen immer klopfen. Ich meine, ja, klopfen ist auch okay, aber ich hasse es, wenn man bei mir ans Fenster klopft. Ich weiß nicht warum, ich krieg da einen zu viel. Ja, damit wollte ich eigentlich nur sagen, Chiara ist jetzt da. Sie hat gerade geklopft. Wer hätte es gedacht? Du kannst es gerne kaputt machen. Nein, ich kann es nicht. Es ist auch nicht sonderlich gut eingepackt. Trotzdem, ich mach das nie. Ich bin eine ordentliche Auspackerin. Ich seh's. Ich reiße es immerhin nicht auf, ja? Soll mir auf das Schloss eingewickelt. Ach, wie geil. Oh mein Gott. Cool, das kann ich mir hier lesen. Okay, so wie scheint, gefällt's ihr, was ich ihr geschenkt habe? Sie hat sich gestern noch drüber beschwert. Warum schenkst du mir was? Was soll das? Du Arsch, ich hab nie was für dich. Dann meinte sie noch, ich sei ziemlich kreativ. Und dann habe ich gesagt, nein, ich höre nur zu. Wobei das Buch eigentlich nichts damit zu tun hat. Das habe ich einfach so gekauft. Weil wir beide Harry Potter Fans sind, ihr wisst ja, wir waren letztens in dem Film. Dann dachte ich halt so, es passt irgendwie. Weil eigentlich wollte ich ja zuerst fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind kaufen. Aber das war ein wenig zu teuer. Also nicht, dass es nicht wert wäre, aber ich hatte leider gerade nicht so viel Geld. Tut mir leid, Chiara.
Nee, weil der Preis ist mega hochgegangen jetzt, dadurch, dass der Film kam. Ist es ausverkauft und jetzt verkaufen und die es. Ist auch bald Weihnachten. Naja, das hat aber eher weniger damit zu tun, glaube ich. Aber Weihnachten ist schon alles teurer. Wieso? Das Buch hat auch ganz normal gekostet. So. Deswegen. Nee, das ist halt so hochgegangen, weil es voll ausverkauft war. Jetzt in letzter Zeit. Und es dann halt nur über Drittanbieter bekommst. Die ist halt teurer verkaufen. Macht ja Sinn, gell? Hm. So, ich denke mal, mit Dampf wird jetzt noch eine und dann sehen wir uns später. Die Werkstatt hatte vorher schon angerufen, aber ich muss noch warten, bis mein Dad kommt. Und jetzt holen wir mein Auto. Und der macht gerade noch irgendwas in der Garage, aber wir fahren jetzt gleich los und dann sehen wir uns nochmal später. Tschüss. Karren wäre abgeholt. So, jetzt erstmal wieder die Bedienungsanleitung verschnauen. Die haben sie nämlich rausgeholt. Warum sie die dann nicht wieder reingemacht haben, frage ich mich auch. Hätten sie ja wieder reinmachen können, ne? Haben wir halt wieder mal ein Video, wo ich an der Bedienungsanleitung rumspiele. Kennen wir vielleicht aus der Doku. Jetzt wieder nach Hause, dann das Video schneiden und dann eventuell... kurz ein Stück nach hinten. So. Ja, dann noch eventuell mit Marcel aufnehmen. Mal schauen, ob es heute funktioniert. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich zu Hause bin. Wir sind dabei, Bloody Beach 2 aufzunehmen. Oh, 4 Leute sind drauf. Was, du bist auf dem Server? Nein, ich kann doch in diesem Browser... Gut, wir nehmen jetzt auf. Bis später. Aufnahmesession mit Marcel beendet. Ja, wir haben es endlich hinbekommen, aufzunehmen. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass unsere erste Folge am Mittwoch kommt. Das heißt, für euch morgen, also wenn ihr das Video jetzt seht, weil heute ist ja für euch Dienstag. Und ja, freut euch drauf. Wird, denke ich, cool. An der Stelle beende ich jetzt dieses Video. Sage natürlich, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Hier links und rechts von mir kommt ihr zu anderen Videos. Ihr kennt ja das Prozedere. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Bis dahin, haut rein. Puh!